Ey Leute, was geht? Elementwix hier und so. Nehmt eure Tageskarte in die Hand, aber dann wird alles gut. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen auf meinen ersten Vlog, wo ich starte. Und vorab, kleines Disclaimer an euch. Bitte verzeiht mir, wenn ich ein bisschen nervös rüberkomme oder ein paar Voice-Cracker am Start habe. Ich bin etwas nervös. Deswegen werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Ach, da seid ihr ja wieder. Hoffentlich versteht man mich. Da wollte ich erstmal Richtung Wolfsburg gehen, ein paar Impressum euch zeigen, ein paar Cinematic meinte ich, sprich Shoutouts, aber Fly macht erst eine Stunde später auf, das heißt erst um 12, da werde ich euch erstmal andere Dinge präsentieren, beziehungsweise Cinematic, die Neuheiten in Wintertraum. Und ein paar Details. Bis gleich. Versteht man mich. Zwar wollte ich erstmal Richtung Wolfsburg gehen, ein paar Impressum euch zeigen, ein paar Cinematic meinte ich, sprich Shoutouts, aber Fly macht erst eine Stunde später auf, das heißt erst um 12, da werde ich euch erstmal andere Dinge präsentieren, beziehungsweise Cinematic. Die Neuheiten in Wintertraum und ein paar Details. Bis gleich.
Mongolei erst eine halbe Stunde aufmacht, geht's erstmal für mich Richtung Fantasy-Bereich. Eher gesagt zu Vinyar Fierce und Force. Wenn ich da mal ein paar Ründchen drehe, dann geht's zu Richtung Crazy Bats. Wenn ich auch da mal ein paar Ründchen drehe. Und ja, nach der Fahrt sehen wir uns. Bis gleich. Bereich. Da hat sich auch was getan im beziehungsweise in Rondell. Da wird dieses Jahr noch in Wintertraum dieses Jahres soll im Dezember aufmachen. Werde ich euch jetzt mal ein paar Eindrücke hinterlassen. In warmen Rhein Richtung Vinyar Fierce und Force. Ich weiß nicht, ob man mich gehört hat bzw. gesehen hat. Gerade bei 4 raus. Sehr gute Fahrt diesmal gehabt. Auch diesmal wieder sehr gute Umdrehung bekommen. Da saßen wir echt sehr gut. Und für mich wird jetzt erstmal Richtung Taverne gehen. Mal schön was Warmes essen.
kleiner Nachtrag. Ich sehe gerade bei Taron, dass wieder Single Rider offen hat. Da werde ich natürlich erst den Single Rider benutzen, bevor ich in die Taverne gehe. Dann sehen wir uns gleich. Nicht anstehen. Ja, was kann ich sagen? Bei Taron. Immer wieder lohnenswert zu fahren. Taron. Was ich aber irgendwie vermisst habe, ist bei Taron die Umschwünge. Ich fand immer nach meines Wissens oder meiner Erfahrung eher gesagt, dass die Umschwünge immer richtig intensiv waren bei Taron. Aber irgendwie finde ich es gar nicht so. Oder es kann sein, dass Taron noch nicht warm gelaufen ist und erst gegen Abend, dass die Umschwünge zu spüren sind. Wenn ich es jetzt mit Hyperion vergleichen würde in Energylandia, finde ich die Umschwünge und mit Geschwindigkeit in Energylandia bei Hyperion schneller.
heute mich in der Taverne, hab mir auch was bestellt. Den Vesperbrett und kleine Portion Kaiserschmarrn und noch eine schöne heiße Kakao. Dann lasse ich mir schmecken. Gerade mein Essen angekommen, das Vesperbrett, und werde ich euch jetzt mal zeigen. Genehmigen. So, gerade ist jetzt mein Nachtisch, Nachspeise gekommen, das Kaiserschmarrn. Werde mir mal gönnen. So, gerade aus der Taverne raus. Das Essen war wie immer on the top bei Phantasialand, sprich im Phantasialand, in Klugheim bei der Taverne. Das Vesperbrett war 1A, das Brot von Vesperbrett kann ich nur sagen, erste Klasse. Selbst das Kaiserschmarrn dort in der Taverne, richtig gut, kann ich nur empfehlen. Und jetzt geht's erstmal Richtung Show um 15.30 Uhr bei Joel. Grüße geht raus an dich. So, gerade aus der Show-Spekultage der rausgekommen. Was soll ich sagen? Ist halt typisch Phantasialand. Einfach 1A-Show. Die Künstler einfach einzigartig. Gehe ich immer wieder gerne rein in Wintertraum. Beziehungsweise auch im Sommer in Anubis. Einfach mal jedes Mal wert, in die Show reinzugehen, kann man so oft miterleben und erstaunen. Man kann immer mal was Neues entdecken. So, jetzt geht's erstmal Richtung Colorado Adventure. Mal schauen, wie da die Wartezeiten sind. Bin gespannt. So, soeben sind die Lichter angegangen von Phantasialand. Da habe ich dann euch meine kleine Opening-Show mitgebracht. Werdet ihr dann jetzt sehen. Viel Spaß damit.
ist es für mich erstmal endlich Richtung Rockburg. Mal schauen, wie viele Minuten Fly hat, dass ich mal da eine Runde mitfliegen kann. Thank you.
und sieht mich und hört mich jetzt noch. Wie gesagt, eben aus Fly rausgekommen und stand 70 Minuten Wartezeit. Aber es waren gefühlt nur 30 Minuten, meiner Meinung nach. Jetzt wird es erstmal. Was geht erstmal? Was? Jetzt geht es erstmal Richtung Klugheim. Single Rider natürlich. Ein paar Runden drehen. Und dann als bütiger Abschluss die Abendshow. Mit großer Überraschung. Feuerwerk ist wieder zurück. Wir sehen uns später. Ich melde mich später. Feuerwerk. Ich habe euch einen kleinen Eindruck gemacht, ein Video darüber und hoffe, es gefällt euch. Das war's, euer Elementrix. Ciao.